Alter, was geht ab, Leute? Tom hier. Erstmal, Alter, ich habe hier einen Fleck. Richtig leidend. Auf jeden Fall, es ist Max Out Monday. Der beste Tag in der ganzen Woche, vor allem jetzt. Denn ich näher mich meinem großen Ziel immer näher und es ist halt echt nicht mehr so viel. Heute ist das vorletzte Mal, dass wir Gen 3 maxen. Zumindest erstmal, weil es gibt auch ein paar Pokémon regional und so. Und ein, zwei, die habe ich noch nicht in gut genug, um zu maxen. Aber heute und morgen, heute und das nächste Mal sind die letzten paar Male, dann haben wir Gen 3 komplett, abgesehen halt von den paar regionalen. Dann habe ich mir auch so Gen 4 angeschaut und da fehlt eigentlich auch nicht viel. Das sollte im März fertig sein. Ja, und dann halt Gen 5 und Gen 5 ist glatt draußen. Ein, zwei haben wir auch schon gemaxt, aber, oder ich glaube sogar noch gar keins. Aber Gen 5 dann, April, Mai, spätestens Mai sollten wir fertig sein und dann, ja, dann war's das. 3 Monate ungefähr noch, 3,5. Dann haben wir alles gemaxt. Sternstaubtechnisch müssen wir da natürlich einholen und aufholen, weil wir machen nicht genug momentan. Aber das ist der Plan für die nächsten paar Montage, Monate. Das Ziel ist zum Greifen nah. Wie immer, schreibt in die Kommentare, was ihr gemaxt habt. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich Maxen, Pushen, in letzter Zeit auch eigentlich alles, die Sachen versuche ich zu beantworten, während wir maxen. Wir fangen an mit Plus Schlürp. Was ist da reingekommen? Oh mein Gott, das ist ein 100er, was ist das? Pipi. Leider kein Marmolida, den habe ich nämlich gestern verpasst. Kam rein, nur noch 17 Minuten Restzeit, checkt das Video von gestern ab. Auf jeden Fall Schlürp. Checkt auch das Video vom Schlürp Raid Day ab. Ich habe nämlich kein Shiny bekommen, Spoiler, tut mir leid. Leider keinen, aber den habe ich schon lange, schon sehr, sehr lange, 2017. Erstes Valentinstags-Event, wo der rauskam, haben wir uns direkt ein paar 100er Schluck gegönnt und er wird jetzt endlich nach 3 Jahren, ja 3 Jahre, gemaxt. Langes her, jetzt wirst du erwachsen, mein Kleiner. 3 Jahre. Schreibt in die Kommentare, wie so bei euch so lief. Nee, eigentlich nicht, nee. Schreibt das in die Kommentare von diesem Video, weil hier hat es eigentlich nichts zu suchen. Wie viele Shiny Schlupp habt ihr bekommen? Wie läuft das Valentinstags-Event so? Habt ihr schon Shiny Chanera, Shiny Wohnager? 100er Marmolida, 100er Ordoch, 100er Chanera, was weiß ich, was ihr da so jagt. Habt ihr die Module genutzt? Habt ihr fleißig Bonbons gemacht? All dies das in die Kommentare von den letzten 2 Videos. So, bin gespannt, wie hoch der kommt. Wahrscheinlich gar nicht so hoch. Der hat voll den komischen Namen auf Deutsch. Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, aber... Ich habe mal mein Zweithandy geholt, um hier ein paar Sachen nachzuschauen. Genau, von Gen 2 fehlt uns, gemaxt, Skagaborn und Corazon, regionale. Und Capoeira. Ich habe einen 100er gebaut, deswegen ziehe ich das mal nicht dazu. Gen 3 fehlt dann noch, Nincada. Eigentlich 96er reicht mir nicht. Regionale, Volbeat, Illumise. Also Volbeat habe ich, aber ich will den halt zusammen mit Illumise maxen. Quirtle. Lunastein und Sonnfell. Lunastein habe ich, Sonnfell nicht. Zwei, die wir maxen können. Die machen wir auch heute. Tropius fehlt. Palimpalim, Absol und Valgeiser. Davon, Absol habe ich leider keinen guten. Aber Palimpalim, zumindest die Entwicklung. Nee, Palimpalim ist die Entwicklung. Also Palimpalim halt. Und Valgeiser können wir nächstes Mal maxen. Dann würde noch fehlen Relikant. Habe ich natürlich keinen guten Regional. Aber Liverpool, vielleicht kommt da ein 100er. Und Regirock und Regieis, zwei der wenigen Legendären, die ich nicht gemaxt habe, aber von denen habe ich leider bisher immer noch keinen guten bekommen. 96 Attack 15 wäre da das Minimum bei Legendären. Absol wäre Minimum 98. Genau, das ist dann Gen 3. Und der ist nicht Gen 3, aber anlässlich des Schlimm Raid Days. Da machen wir weiter. Erstmal den hier, weil der braucht nicht viel. Können wir direkt schnell fertig maxen. Und dann ist das eigentlich auch eine recht billige Episode, nicht so viel Sternstaub ausgegeben, was gut ist. Denn wir können nicht jede Woche 4, 5, 600, 700, 800.000 Sternstaub ausgeben. So, das ist sehr nice. Ich weiß jetzt den Namen leider nicht von diesem Ding. Aber hier, ich check noch schnell für euch. Bam. Und gleich daneben, der hier. Lepumentas heißt er, glaube ich. Erinnert mich immer an Digimon.
Der kam mal in den Dreier, als Dreier Raid Boss und damals habe ich noch alle Solo versucht und beim ersten Mal bin ich gescheitert. Das ist aber schon Ewigkeiten her. Da hatte ich meinen Kyogre noch nicht mal gemaxt. So. Dann können wir ein paar Fragen abchecken in der Zwischenzeit. Aber dadurch, dass es heute relativ schnell ging, müssen wir uns hier ein bisschen beeilen. Jetzt glaube ich nicht mehr so viel Zeit für die ganzen Fragen. Weil der ist schon relativ low, das könnte doch eine Weile dauern. Und es lädt gerade leider nicht. Bezüglich der Nachrichten, Kommentare, YouTube. Hallo YouTube. Also das war YouTube Studio, vielleicht sollte ich YouTube probieren. So, letzte Max on Monday. Was hat mir da gemaxt? 100er Hypopotas. Saftig. Kamarup und Klebutak. Auch nice. Saftige Dinger. So, eure Fragen. Wirst du das 100er Mankey maxen, obwohl du schon 98 gemaxt hast? Ja, das ist ein Dilemma. Ich habe ein paar gemaxt und dann erst später was Besseres bekommen, 100 oder so. Wie zum Beispiel auch Galopper Mankey jetzt, wo ich den gejagt habe. Aber auch zum Beispiel sowas wie Heatran. Ich hatte ja ursprünglich einen 98er gemaxt. Dann hatte ich einen 100er bekommen, aber den auch gemaxt, weil 100er legendär muss. Irgendwann wahrscheinlich schon, aber erstmal nicht. Hashtag Max of Monday. Habe heute, was? Endlich das letzte Mitglied der Evoli-Familie auf 100 gemaxt. Auch sehr saftig. Und Hippo gemaxt. 100er, nice. Soll ich einen Shiny Riolo 10, 13, 10 maxen? Ja, tu es. Terrakium 100 pushen, ja oder nein? Obwohl ich schon 6 Despota auf Max habe, ja, auf jeden Fall. 98er Celebi maxen, ja, auf jeden Fall. Habe mein 98er Knacker gepusht, sehr nice. 100er Glaciola mit Zuflucht und Lawine gemaxt, sehr nice. Habe 100er Riolo ausgebrütet, sehr nice. Jemand aus Köln da zum Tauschen, wahrscheinlich nicht. Kommentar für Relevanz, Ergenmann. Wofür sollte ich meine Rare Candies benutzen? Hab im Moment fast 700 und der Platz wird langsam knapp. Ja, das musst du ja wissen. Das, was du halt maxen willst. Ist schon ein ambitioniertes Ziel mit deinem Push. Es kommen ja immer neue hinzu, aber dann hast du ja zumindest die ersten 3 bis 4 Gems fertig, wenn die 6 kommt. Wenn es so weitergeht, auch davor. Aber wir brauchen den Stopp. Findest du es sinnvoll, nutzlose 100er zu pushen? Ja. Du hast auch einen 100er Ninja Tom? Ja, das ist auch schon gemaxt. Gutes Video, danke. Guten Abend, Hong. Okay. 100er CD Metagross gemaxt? Nice. Soll ich einen 100er Salkron pushen? Ich weiß nicht mal, was das ist, Digga. Aber wenn es 100 ist, auf jeden Fall. Bis zur Reste, mach weiter so. Danke. So, das waren die meisten relevanten Kommentare. Und wir sind fast fertig mit dem. Lepumentas, Mann. Check gerne das Video, wie Lepumentas mich leiden hat lassen. Damals Solo-Versuch. Sternstaub ist schon echt bitter, Mann. 1,5 haben wir wahrscheinlich dann so am Ende. 1,6, irgendwie sowas. Das reicht nicht mehr für viele Max und Mondays. Wir brauchen dringend ein Sternstopp-Event. Oder wir fangen und spielen einfach wieder mehr, aber momentan nicht so motiviert für sowas. So, letzter Push! Bam! 1971, ein gutes Jahr. Da sind einige unserer Eltern geboren worden wahrscheinlich. So, ich freue mich auf den Max und Monday nächste Woche. Denn da haben wir dann Gen 3 fast komplett. Und ihr wisst Bescheid. Max on Monday heißt auch eine Box. Grüße gehen raus an Bootbox für diese Box. Jeden Monat schicken die mir eine Box bezüglich Gaming, Geek und Nerd Stuff. Das gönnen wir uns jetzt.
Link ist in der Beschreibung, alle Infos und auch ein Rabattcode. Und apropos Gaming, Anime und Geek und Nerd-Stuff. Ich habe ja im letzten Video auch erwähnt, dass ich mir das neueste Kapitel One Piece reingezogen habe. Und Oden, Mann. Oden ist einfach nur heftig. Was haben wir hier? Overwatch. Oh, geil, das kann ich sogar gebrochen. Ein Popsocket. Als Pokémon Go-Spieler. Popsockets. Super saftig. Pong Popsockets incoming, wer weiß. Yoda Schlüsselanhänger. Cool finde ich. Okay. Sondern. Ich weiß es nicht. Und was steht da drauf? Rambo. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ein Pin? Sagt mir nichts. Aber nichts kann diesen Pin hier schlagen. Mein Lieblingspin. Auch wenn ich den Anime nicht gefeiert habe. Season 1 war okay. Vor allem die letzte Folge. Der letzte Kampf. Kaneki gegen Jason. Was ist das? Was ist das? Last of Us T-Shirt. Alles klar. Und noch eine Figur, wie immer. Fortnite 438 Skull Trooper. Und Fortnite, Leute. Alles klar, Leute. Das war's von mir und vom Max of Monday. Vielen Dank an Lootbox. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.